Ich bin heute im dritten Tuareg-Lager. Es ist eine unvorstellbare sengende Hitze. Wir haben 45 Grad. Wir haben Sandstürme. Die Menschen haben kein Wasser. Sie haben nichts zu essen. Sie liegen in heißen Zelten. Und es ist wirklich fast zum Ersticken. Die Kinder sind krank. Die Alten sind am Sterben. Und die Mütter sind verzweifelt. Und sie selbst haben keinerlei Kraft. Sie wünschen sich nur eins: Wasser, Nahrung und dass auch ihre Kinder wieder in die Schule gehen können. Bitte helfen Sie mit. Ich bitte Sie alle, helfen Sie mit, hier Menschenleben zu retten. Mit jedem Cent, den Sie uns geben, retten wir Kinder, retten wir Frauen und geben wir eine Zukunft.